Antreffen war es im Prinzip eine Türe, die verschlossen war und Container, die geraucht hat. Der Container wurde im Prinzip von uns geöffnet, das Feuer wurde abgelöscht und die restlichen Container durchsucht. Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, ist einfach ein erhöhter Sachschaden hier. Wir sind mit 31 Personen, 7 Fahrzeuge und ein Fahrzeug vom Roten Kreuz. Die Räume wurden jetzt zerlüftet, werden jetzt versiegelt für die Polizei und wir übergeben die Einsatzstelle der Polizei. Wenn die Einsatzzeit war 12:12 und der Alarm erreicht hat, dann bin ich mit dem Kommando vorgefahren, habe die Lage erkundet und habe dann im Prinzip kurz danach haben wir auf Kern 3 erhöht, das Fahrzeug bekommen.